Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ja, wir wollen uns heute die Black Friday-Angebote angucken, die es heute gibt. Und da stößt mir schon mal was ins Auge. Über 600 Filme für 99 Cent leihen. Gucken wir mal, was da Schöne dabei ist. Oh, den habe ich mit meiner Frau noch nicht geguckt. Den wollten wir noch gucken. Ist das der? Ja, der geht nicht. Wieso komme ich da jetzt nicht rauf? Ich denke mal, das wird wieder im Fire TV Stick angezeigt oder Box oder so, dass das funktioniert. Mit dem Hasen haben wir schon geguckt. Hotel Transylvanien haben wir schon geguckt. Naja, der weiß ich nicht, ob meine Frau, den haben wir alle schon geguckt. Ja, jetzt entdecken. Also irgendwie funktioniert das gerade nicht. Normalerweise sollte das funktionieren, dass wenn man sagt, jetzt entdecken, dass man die dann angucken kann. Das werde ich mir auf jeden Fall im Fire TV dann nochmal angucken. Was hier denn nur Phase ist. Welche jetzt hier für einen schmalen Taler sind. Wir können aber auch eigentlich... So. So, rübergehen und dann müsste das eigentlich jetzt hier auch anzeigen. Die kleine Hexe. Für Prime, okay. Aber ich finde jetzt hier noch nicht mit Laien. Es kann sein, dass es wirklich nur über Fire TV abrufbar ist. Ja, hier. Mehr. Können wir zu Watchlist zum Beispiel hinzufügen. Aus Watchlist entfernen. Kaufen 9 Euro noch was, leihen 99 Cent. Ja, so sieht das doch schon mal ganz gut aus. Jetzt gucken wir mal durch, was hier mit bei ist. Na, Solo habe ich auch noch nicht geguckt. Das wäre vielleicht noch was, was Frauchen und ich gucken könnten. Ready Player One haben wir geguckt. Oh, das ist ja so was Horror. Winchester. Das wollte Frauchen auch gucken. Das ist auch so horrormäßig. Da Frau steht da voll auf Horror. Ariel, die Meerjungfrau, jetzt ist jetzt eine X-Men, ist ja Independence Day könnte man sich nochmal angucken. Der sagt mir ja nichts. Das wäre was für meine Tochter. So Wendy-mäßig hier. Eine Prinzessin zu Weihnachten, das ist ja wieder so Schnulze, Illuminati. Kindsköpfe 2, ne, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, vor allem für 99 Cent. Ich habe es ja auf Blu-ray. Den habe ich, glaube ich, schon geguckt, bin mir nicht sicher. Spider-Man 2, Türkisch für Anfänger. Ist das jetzt die Serie oder was? Der Marsianer, den will Frauchen auch unbedingt gucken, also den werden wir wahrscheinlich dann gucken. Vielleicht mache ich dann heute Abend keinen Hangout. Weil das Angebot muss man dann echt mal wahrnehmen. Wenn hier so gute Preise sind, den haben wir geguckt. Kindsköpfe 1. Also an sich sind schon gute Filme mit bei. Insidious 3 haben wir auch schon geguckt. Annabelle. Insidious 2, aber da müsst ihr euch auf jeden Fall, wenn Insidious 1 mit bei ist, müsst ihr euch auf jeden Fall die Insidious-Reihe reinziehen, die ist wirklich geil gemacht. Apokalypto, das sagt mir jetzt nichts. Also da sind schon echt gute Filme. Dune, den kann ich euch auch natürlich nur empfehlen. Den habe ich auf Blu-ray. Ja, und den hier wieder mit so einem Kanal ist er gratis. Der ist von 81 oder so. Ne, 84. Den hatte ich auf DVD, hatte ich auf VHS, habe ich auf DVD und Blu-ray. VHS jetzt nicht mehr. Alles weggeschmissen damals. Red 2 kann ich euch auch empfehlen.
Sieben Zwerge logischerweise. Den habe ich auch geguckt, Rage. Den habe ich mit Frau geguckt. Wird 1. Oh, das wird 1 und 2 auch so eine Reihe, was ihr unbedingt gucken müsst. Ich werde dann nachher mal so ein paar Links raussuchen von den Serien. Auch Ghost Rider auf jeden Fall auch. Was ich sage, was sich hier auf jeden Fall reingezogen werden muss. Oh, Superman. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Den muss ich. Und das ist auch wieder so, dass ihr müsst den nicht sofort gucken. Ihr habt 48 Stunden Zeit. Den Lucky 7 habe ich auch geguckt. Ihr bezahltet praktisch die 99 Cent und dann habt, also wenn es so wie bei den letzten Malen ist, wenn diese 99 Cent Aktionen sind, bezahlt ihr das und dann Drachenkrieger, Wikinger, das ist was für mich. Und dann habt ihr 48 Stunden Zeit, die zu gucken. Ich habe ja auch noch ein paar Euro auf meinem Prime-Konto, also von daher. Nordman, Darkseid, Moon, den habe ich glaube auch geguckt. Also es sind ein paar Filme mit bei, wo man sagt, naja, okay. Aber es sind auch etliche mit bei, wo man sagt, das sind so Kultfilme, die muss man mal geguckt haben, wenn man sie noch nicht geguckt hat. So, dann werden wir aber damit mal aufhören. Wenn wir uns mal die Prime-Sachen angucken. Die Black Friday Sachen direkt angucken, was wir haben. Den Stick, ja, da gibt es halt, wie gesagt, den normalen Stick und den 4K Stick. Die sind jetzt runtergesetzt. So, das ist der normale Stick mit der normalen Fernbedienung. Der kostet jetzt 24, das ist ein guter Angebot, also 24,99. Mit Echo Dot, auch ein guter. Und mit Echo Dot 2. Und der Fire TV Stick zweite Generation, Amazon-Gerät, der ist nämlich auch momentan runtergesetzt. Hier ist der erste, hier ist der zweite. Also da würde ich jetzt an eurer Stelle, 59 Euro kostet da sonst, das ist wirklich so, 39 würde ich jetzt an eurer Stelle zugreifen. Ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal billiger wird. Auch beim Echo Show. Erste Generation oder hier den großen, den finde ich ja auch richtig schick. Ich warte ja immer noch auf den Fire TV Cube oder hier so ein Bundle halt mit, hier, ach das ist schon der neue, 49 Euro mit Echo oder mit einem Echo Dot dritte Generation. Also das ist zweite Generation, das ist die dritte Generation. Also wenn ihr noch kein Echo Dot habt, das wäre jetzt natürlich auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Fire TV Stick mit 4K und dazu ein Echo Dot für 69 Euro. Das ist ein guter Preis. So. Da haben sie schon echt gute Sachen drin. Ey. So, jetzt gucken wir mal, was allgemein hier oben noch so drin steht. Was wir jetzt bei Speicher zum Beispiel haben. Haushalt ist vielleicht auch interessant. Das ist interessant. Huawei. Welches ist das da? Oh, das Mate 20. Mal gucken, was damit bei ist. Laptops. Kaffeeautomaten. Das sind, glaube ich, Vollautomaten diesmal. Oral-B ist auch wieder mit bei. Staubsauger. Das Honor 10. Mal gucken, was das jetzt kostet. Auch Spiele für Kinder haben sie auch wieder. Oder für die ganze Familie. Stühle. Und da muss ich gucken unbedingt. Ja, hier so eine Fernbedienung, fragen ja auch öfters mal welche nach. Also ich muss echt sagen, so vom Überblick jetzt, wart Furt ja besser. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Blu-rays, 3D Blu-rays, runtergesetzt. Hosen, Jacken. Aber das ist ja eigentlich für Weihnachten gedacht, dass man nochmal Geschenke kaufen kann. Oh, auf jeden Fall. Da müssen wir gucken, was mein Headset jetzt kostet. PS Plus immer noch billig. Ballistics ist noch mit bei.
Kinderding, das müssen wir auch gucken. Und hier auch nochmal Speicher. PS4 Pro mit Spider-Man. Aber ich glaube nicht, dass da so viel geht. Sonst eigentlich jetzt nicht so, was uns jetzt großartig, die meisten Sachen waren schon mal im Cyber Monday drin. So. Eine Evo mit 500 GB für 69. Ich glaube, so viel habe ich ja auch schon bezahlt, wo ich, nee, ich habe 89, glaube ich, bezahlt, wo ich meinen PC zusammengesetzt habe. Aber da sieht man schon mal, das ist ja die, ja, der Preis vom Hersteller, wo sie mal rauskam, die kostet bei Weitem schon keine 189 mehr. Also da müsst ihr also ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr da die nicht abgezockt werdet, 2 Terabyte. Also es sind schon, ich will nicht sagen, dass es keine Preisnachlässe sind, aber das ist mir gleich ins Auge gestoßen, ihr Angebot des Tages, niemals 189, 99 momentan. 89, also ihr spart da vielleicht 20 Euro. Es ist immer noch gespart, aber meistens nicht das, was Amazon sagt. Staubsauger, naja, brauche ich nicht, ich habe ja meinen. Ach so, nur sowas interessiert mich jetzt auch nicht. So, Huawei P20. Oh, für 229 Euro. P20 Lite. Ach nee, das ist das Lite. Lite Mate für 599. Gucken wir mal bei dem Mate rein. Ja, da spart man schon was. Also das war wirklich teuer, aber den genauen Preis weiß ich nicht, was das jetzt vor kurzem kostete. Aber das sind schon ein paar Preise. Lenovo. Also keine Gaming-Laptops, ganz normale Standard-Laptops. Ist vielleicht auch was für euch mit bei. Ja, oh, Melitta CE Touch. Oh, definitiv. Ich habe auch eine Melitta. Ich habe noch den Vorgänger von den beiden hier, wo man. Die habe ich. Ist das die? Genau die habe ich. Genau, damit Bohne doppelt, Schlauch und dann hat man halt 1, 2, 3, 4 verschiedene Kaffeesorten, die man machen kann und dann halt heißes Wasser und Milch. Da könnt ihr halt entweder aussuchen, wenn er drauf gedrückt hält, ich weiß jetzt gar nicht, einmal drücken war glaube ich warme Milch, drauf gedrückt halten war Milchschaum. Und der Nachfolger, also ich bin mit meiner echt sehr, sehr zufrieden. Bei mir war das hier leider nicht mit bei, das musste ich extra kaufen. Und ich habe meine damals gekauft für 699 Euro. Die sollte mal 999 kosten. Also hier spart man auf jeden Fall 150 Euro. Also mit den 999, so viel hat sie mal gekostet, das stimmt nicht ganz. Also, aber das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich, was ihr spart. Das ist der Nachfolger von meiner. Da seht ihr, das sieht schon ein bisschen anders aus, so ein bisschen Hightech-mäßig. Da haben wir den Boden da oben, da können wir die Stärke machen. Dann haben wir so ein paar Tasten für vorgefertigte Kaffees. Und ihr habt hier ein großes Display. Also bei meiner könnt ihr auch Profile anlegen. Zum Beispiel, ihr sagt, ihr wollt ein Americano machen, also ein Espresso mit Wasser. Das könnt ihr euch selber einstellen. Schreibt da dann halt, habt ihr dann oben die Standarddinger, die ihr habt. Und dann könnt ihr unter Profile und dann sagt er, ja, Mokka und der Mokka ist dann halt, der Espresso ist dann halt ein Americano. So könnt ihr euch das auch einstellen. Hier bei dem ist es ganz anders, bei dem Modell, da habt ihr wirklich 24 oder 25, glaube ich, verschiedene Kaffeesorten, die ihr hier über dieses Touch, über dieses Feld, Touchfeld ist es nicht, das steuert er dann mit dem Rädchen, aussuchen könnt. Also Americano, Espresso, alles Mögliche. Und dann habt ihr auch hier, wie bei meiner, 2 Kammern. Empfiehlt sich, also so von oben sieht es aus wie meine. Ich habe auch dann noch dieses Fach für Bohnen, für Pulver habe ich auch. Oben ist nicht ganz so dunkel bei mir.
sieht so ein bisschen aus wie meine, ja. Aber dieses zum Stellen der Bohnenstärke zum Beispiel oder was das sein soll, das habe ich nicht. Mit den Bohnen empfiehlt sich, wenn man halt Genussbohnen hat oder halt stärkere Bohnen, also Frau mag vielleicht einen schwachen Kaffee, man selber mag starken Kaffee, da hat man da dann hier so ein, hier ist das Rädchen, seht ihr das, wo ich bin, da. Und da kann man dann, die kann man umschalten. Es geht nicht sofort, also es kommen immer noch ein paar Bohnen von dem anderen Fach mit drin. Aber so an sich eine gute Idee. Wenn ihr, so wie ich, Kaffeebohnen habt mit Aroma, diesen Nusskaffee, was ich schon mal vorgestellt habe, den ich mir auch regelmäßig kaufe, den würde ich euch nicht empfehlen, so drin zu lassen. Immer nur so viel, wie ihr nutzt und mehr nicht, weil die Bohnen haben so ein Öl dran und das verfärbt dann Plastik. Oral-B, Nachfüllpack 17 Euro. Zwei Oral-Bs. Oh, ja, jetzt haben sie das Pack, was ich damals so geil fand, das Genius 9900. Die Bronze und die Schwarze für 152 anstatt 369. Also da weiß ich hundertprozentig, dass der Preis mit den 339, dass der stimmt. Da habe ich vor kurzem nämlich erst geguckt, vor 2-3 Monaten. Da war das wirklich noch der Preis. Also da spart ihr wirklich 59%. Definitiv, also das weiß ich genau. Weil da wollte ich ja sowas mal holen. Immer die Bronze für mich, also für meine Frau, die Schwarze für mich. Oder die Bronze für meine Tochter und die Schwarze für mich. Also da weiß ich definitiv, dass er das jetzt spart. Also bei dem anderen Zeug kann ich das jetzt nicht beurteilen. Mundwasser haben sie hier noch im Angebot. Sechserpack und so weit alles. Vielleicht mal gucken hier wegen Zahnbürsten. Ich brauche nämlich noch eine Zahnbürstenpack für meine Tochter. Hart müssen die sein, für die Zahnspange zum Saubermachen. So, Hanna 9 ist das so, ja. Achso, hier, 9, beim 9 spart ihr auch Geld. Aber hier steht Hanna drauf und hier auch. Und hier haben wir die Taste. Da ist das 8X wirklich viel cooler, das hat komplett Bildschirm. Aber wer halt nicht die Notch will oder so, der, für den wäre das vielleicht noch interessant. Oder der 10er. So, Kinderspielzeug. Lotti Karotti, ja, das ist toll. Sowas wollte ich auch mal holen mit diesem Stift. Und dann drückt man darauf und dann sagt er, das ist ein Huhn oder was weiß ich. Wir spielen Schule. Also hier haben sie echt schöne Spiele mit bei. Da müssen wir mal gucken, ob wir was für uns finden, für den Spielerabend. Flotti Karotti? Was ist denn Flotti Karotti? Ich kenne nur Lotti Karotti. Ich habe doch noch Flotti Karotti. Also da muss ich nachher auf jeden Fall, den Link packe ich auch mal drin, muss ich mit meiner Frau dann mal gucken. So, Stühle. Der sticht mir gleich mal ins Auge. Ist an der Seite festgemacht. So einen hatte ich ja schon in der Art mal. Und der hat eigentlich ziemlich lange gehalten. Und der war nicht so wackelig wie der, den ich jetzt habe. Müsste man nur gucken. Und der ist auch belastbar bis 150 Kilo. Ja, das ist doch eigentlich so wie meiner. Für 89 Euro. Hier oben ist noch ein Gamingstuhl. Oh, DX Racer, so ja. Aber der ist nur belastbar bis 100 Kilo. Aber 79 ist auch ein guter Preis. So. Da werden sie dann schon gleich wieder teurer. Viel, viel teurer. Und noch teurer. Aber definitiv ein paar gute Angebote mit bei. So. Aber der reizt mich. So. Ah, hier habt ihr dann noch die Multifunktionsfernbedienung. Einmal einzeln. Einmal das Harmony-Ding, den TV-Hub halt und dann einmal Fernbedienung mit Harmony. Oh, das ist ein geiler Preis. Wenn ihr überlegt, hier 59, dann nehmen wir einfach mal hier so eine normale Fernbedienung, 40 Euro. Das ist gut. Sag keine
mit Touchscreen oder so, aber wir können dann mit Handy steuern. Und dadurch, dass die Sachen da reingehen, in die in den Harmony-Ding hier, da können wir halt auch mit Alexa zum Beispiel den TV steuern. Aber das soll ja jetzt sowieso mit dem Cube und so kommen und mit dem Fire TV Stick 4K ist das ja auch möglich ohne dieses. Soll wohl gehen. Oh, Devolo, das ist ein guter Preis. Für die 1200er Plus, das ist ein guter Preis. Das, oh, das geht. Das habe ich schon billiger gesehen, aber die neue Generation, ich hatte ja auch TP-Link, so einen Verteiler. Die sind echt gut. Also vom, das, was sie machen, sind sie sehr gut. Kann ich empfehlen. Also da müsst ihr auf jeden Fall zugreifen. Also das kann ich euch nur empfehlen. Das sind die 633, das sind die kabelgebundenen. Also da unten seht ihr, die sind mit Kabel dran. Die gehen auch nur mit Kabel. Ohne Kabel funktionieren die nicht. Die sind genauso wie die 933, die ich habe aufgebaut. Und zwar, also die sind jetzt für 66 zu haben und die für 124. Also die kann ich euch echt nur empfehlen. Ich habe die weißen. Ich bin davon so begeistert. Der Tragekomfort ist erste Sahne. Ihr habt hier oben den An- und Ausschalter. Dann habt ihr hier verschiedene Knöpfe, die ihr belegen könnt, so wie ihr wollt. Hier unten ist ein Mute-Knopf. Hier ist laut und leise. Das könnt ihr auch einstellen, welche Farbe das sein soll. Oder hier beziehungsweise das auch hier an der Seite. Der USB-Stick ist unter einer dieser Klappen. Und auf der anderen Seite ist ohne Klappe das der Akku drunter. Den kann man auch austauschen. Der Kabel ist lang genug. Falls das mal kaputt gehen sollte, habe ich nämlich darauf geachtet, falls mal sowas sein sollte, ist man da auf der sicheren Seite, dass man nur einen Ersatzakku kaufen muss. Und mit dem neuen Programm hat sich das bei mir so ein bisschen verstellt gehabt. Aber jetzt habe ich es wieder so eingestellt, dass oben 7.1 ist. An und aus kann ich da machen und die anderen Knöpfe weiß ich gar nicht, was ich da eingestellt habe. Ja, das Mikrofon kann man dann vorne hier noch so ein Stück rausziehen und durch hoch und runter klappen geht das auch automatisch. Also wenn er hoch macht, geht automatisch mute. Ihr seht das auch RGB und so. Da 2,4 Gigahertz. Hier unter der anderen Klappe ist dann halt praktisch der Akku und unter einer ist dann, hier seht ihr auch die verschiedenen Farben. Also das kann ich echt nur empfehlen und vor allem das Geile ist, ich habe meinen Stick ja hier liegen, weil ich benutze das ja auch, wenn ich Aufnahmen mache. Das ist der Stick dazu. Seht ihr das? Da ist auch das G drauf. Den könnt ihr einfach an der PlayStation oder Xbox drin machen. Und hier ist mein Weißet. Also ich habe es in Weiß. Dann könnt ihr das einfach benutzen. Einfach anmachen, fertig ist. Müsst dann halt in der Xbox oder in der PlayStation halt noch sagen, wat, wenn ihr mehrere Sachen angeschlossen habt, was euer Mikrofon sein soll. Also das ist Kopfhörer und Mikrofon. Und ihr könntet auch für den PC benutzen, also ein PC drin, bumm, und dann könnt ihr da auch das Programm machen und könnt die LEDs einstellen und Knöpfe belegen und alle drum und dran. Ihr könnt aber auch sagen, seht ihr das? Da ist ein Klinkeanschluss. Ihr könnt das mit USB anschließen und dann da einen Klinke ranmachen und den Klinke denn, zeige ich euch mal, Moment, den Klinkeanschluss daran machen. Das USB ist zum Laden. Ihr könnt aber auch einen reinen Klinke ranmachen. Der ist mit bei. Und den Klinkeanschluss hier in den PlayStation-Controller. Bei Xbox weiß ich nicht, müsste dann, denke ich, auch funktionieren. In den PlayStation-Controller machen. Dadurch habt ihr aber natürlich, wenn ihr dann einstellt, dass Sound und alles über den Controller laufen soll in der PlayStation, habt ihr keinen 7.1 mehr, weil über den Controller geht kein 7.1. Da geht nur 2.1. Also mit USB-Stick. Jedenfalls sehr zu empfehlen. Ihr könnt auch, habe ich auch öfters mal die Frage gehabt, was ist denn, wenn der Akku leer ist und wir den laden müssen? Das ist kein Problem. Ich habe ja hier meinen langen Kabel. So, ist noch ein Micro-USB, also seht ihr das? Micro, also die für die älteren Samsung-Handys, also S6 und so. So eine sind das. Oder S5 besser gesagt, weiß ich, beim S6 weiß ich nicht. Ihr könntet euch ganz normal hier unten einfach ranmachen und aufsetzen. Dann habt ihr hier den Kabelbaumeln und ihr könnt es trotzdem benutzen ohne Probleme. Also ihr könnt laden und gleichzeitig benutzen.
da habe ich schon einige Headsets gesehen, wo das leider nicht geht. Also die sind auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe mir die damals noch, also Fotia waren die schon mal im Angebot. Die waren, da habe ich mich so geärgert. Ich habe die damals von Logitech bekommen zum Testen und habe die dann zurückgeschickt. Deswegen habe ich nicht nochmal ein Video gemacht. Und ich habe mir weiß geholt, weil, finde ich geiler. Und dann habe ich mich so geärgert, die hatten die für 100 von 229, so wie jetzt, auf 189 gesenkt. Und dann hatten sie so nochmal kurzzeitig auf 159 und da habe ich gedacht, jetzt musst du zuschlagen. Bilja wird es nicht, war auch vorher ja Black Friday, glaube ich. Nee, Quatsch, Cyber Monday. Und im Black Friday sind sie dann von 159 nochmal auf 88 Euro oder 89 Euro runtergegangen oder so. Da war nochmal super Sonderaktion, irgend so ein Scheiß. Und da habe ich mich dann geärgert, dass ich sie dann für den Preis geholt habe und nicht halt noch das war Anfang des Jahres dann, dass ich dann nicht noch 2-3 Monate gewartet habe. Und mir dann, aber ich brauchte ja sowieso Kopfhörer, von daher. Aber der Preis ist wirklich gut, weil die waren sonst auch immer teurer. Die waren immer so um die 189 Euro, 159, wir können das ja mal gucken. Ach, kommt. Mensch, markiert das doch mal. Wir können ja auch mal gucken, was die weißen kosten, ob die auch runtergegangen sind, aber die sind hier nicht zu sehen, also glaube ich, dass eher weniger. Nee, die weißen sind aber nur unwesentlich teurer. Also 20 Euro mehr sind die weißen. Ich packe euch mal Bilder in die Videobeschreibung. Wir können uns ja mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr wie. Wie ist die Seite gar nicht mehr, wo man das nachgucken kann? Ich hab's mal so eine Seite. Gab es jedenfalls mal eine Seite, konnte man das einnehmen und dann hat man gesehen, wie teuer die mal waren. Das interessiert mich jetzt nicht. So, da haben wir sie. Wollen wir jetzt nicht, ja. Hier seht ihr, hier kosten sie immer noch 184. Und das war eigentlich, also mit den 200, das war schon lange nicht mehr. Also 184, 194, so in dem Dreh, war eigentlich der Standardpreis in der letzten Zeit für die Kopfhörer. Also das haut nicht ganz hin mit dem, was sie hier sagen, mit den 45 sparen, weil die gehen von den vom Originalpreis des Herstellers aus, aber trotzdem so 60 Euro Ersparnis Minimum, denke ich mal. Na, das ist für euch uninteressant. Das ist vielleicht noch interessant für euch. Wenn es die ist. Achso, nee, das ist die kleine. Aber hier sind alle, diesmal nicht nur eine spezielle Kapazität, die billiger ist. Alle von 1 bis 4 Terabyte sind billiger geworden. Ja, gucken wir mal nach, 124 Euro und weil manchmal tricksen sie ja da so ein bisschen. 109 Euro, seht ihr? Ganz normal Western Digital. Ich mache die mal von der Seite, dass ihr die seht. Hier oben 153 Originalpreis, jetzt 109 Euro. 4 Terabyte. Und wenn wir jetzt hier rauf. Hoppala, wo bin ich denn jetzt? 109 Euro. So, und hier 4 Terabyte. Machen wir mal auf von der Seite. So, 124. Ihr seht nicht wirklich einen Unterschied, weil es auch nicht wirklich einen Unterschied gibt. Der einzige Unterschied ist, das ist eine Western Digital, ja, Passport, und das ist eine Passport mit, nee, das ist die hier, for Mac. Also die ist für Mac, aber im Prinzip ist das vollkommen egal,
ob ihr für Mac nimmt oder ob ihr für normal PCs nimmt. Das kommt aufs Gleiche raus. Das ist Jacke wie Hose. Das ist auch beim Arbeitsspeicher so. Hier seht ihr, die ganz normale kostet jetzt bei 2 Terabyte 67 Euro. Und hier 2 Terabyte 71 Euro. Ein paar Euro mehr. Nur weil die für Mac ist. Wobei das totaler Schwachsinn ist. Die ist genau, das sind genau die gleichen Festplatten. Da ist kein Unterschied. Mac braucht keine zusätzliche Software, damit er eine externe Festplatte erkennt. Die steckst du ran und dann funktioniert die. Also lasst euch da nicht verarschen. Genau wie ich habe damals ja mal ein Video gemacht mit interne Festplatte in der PlayStation 4. Da hatte ich eine Seagate drin, eine SSD und danach hatte ich eine SSHD drin. Also SSHD ist eine Mischung aus normaler HDD-Festplatte und einer SSD-Festplatte. Und die 1TB zum Beispiel, Quatsch, nee, die 2TB war eine normale und die andere war eine SSHD, genau. Und die 1TB SSHD, die gab es ganz normal von Seagate für, glaube ich, 84 oder 89 Euro. Und dann haben einige Hersteller oder einige Shops gesagt, PlayStation 4 Festplatte. Haben es richtig PlayStation 4 Festplatte genannt. Genau die gleiche Festplatte, 30 Euro teurer. Da war kein Unterschied, nichts. Nur, dass die das anders benannt haben in der Überschrift bei Amazon. Aber sonst kein Unterschied. Also passt da bitte auf. Totaler Schwachsinn, aber okay. So, PlayStation, was haben wir hier? Spider-Man mit einer PS4 Pro haben wir. Derzeit nicht verfügbar. Okay, ausverkauft. Also Spider-Man ist schon mal weg. Controller mit PS4. Derzeit nicht verfügbar. Gott sei Dank habe ich schon gekauft. Mit PlayStation Plus. Das hat 84 oder 87 Euro gekostet oder so. Ich weiß es nicht. Kann es jetzt so nicht mehr sagen. Also hier, das müsst ihr dann zusammenziehen. Das ist eigentlich eine Bestellung, aber die haben es getrennt, ich weiß nicht. Ist jedenfalls unterwegs. Und der ist schon da. So. Hier haben wir dann noch Cyber Monday. Oh ja, das sieht doch sehr interessant aus. VR sieht interessant aus. 20% Rabatt. Und Xbox haben wir auch. Xbox One X. Das ist doch das Interessante. Eine Xbox One X mit Fallout 76. Oh, die weiße Version ist das auch. Mit dem weiß-schwarz, ich weiß nicht. Nur weiß wäre vielleicht gut gewesen, aber nur weiß-schwarz sieht ein bisschen komisch aus. 374 Euro. Ist da was gespart? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal nach. Ja, definitiv. Ne, da ist nur ein Spiel. Standard. Ja, Standard kostet sie 448. Und hier haben wir noch ein Spiel mit bei. Also vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Oh, Controller schwarz. Es ist wieder teurer geworden. Ja, normaler schwarzer Controller. 52 Euro. Der hat bis gestern oder heute früh hat der noch 34 Euro gekostet. Und ich weiß noch, dass ich mich gestern im Video so geärgert habe, weil ich habe den für meine Tochter gekauft für 52 oder 9... Scheiße, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich den für Geld gekauft. Und dann hatten sie den jetzt im Angebot, wo ich gesagt habe, scheiße, hättest du mal gewartet. So, PlayStation VR. Das ist auch VR 2, glaube ich. Wenn ich mich recht... Naja, wenn es auf dem Bild so ist, wie... da ist, dann ist es V2. Das sehen wir am Kasten. Der Kasten ist nicht abgebildet, aber da ist das Headset mit dran. Seht ihr das da oben? Die Kopfhörer, die man da so ranmachen kann. Das ist auf jeden Fall V2. Die V2-Version. Die V1 sieht so aus. Da seht ihr das so. Da haben wir nicht so eine andere Seite, so eine Vorrichtung, damit wir die In-Ears drin knüppeln können. Und da haben wir dann noch hier. Da seht ihr das in der Mitte hier bei dem Kabel, der da zur PlayStation kommt. Da habt ihr da so Knöpfe dran und da kann man was anstecken. Hier, und da ist hier das Headset.
Das wird dann das Headset, also die Kopfhörer, die weißen, werden hier an diesen langen mit dran gemacht. Und bei der, so, ich mach mal, warte mal, wir machen das so. Und bei der V2-Version, da haben wir dann praktisch hier die In-Ear, die kommen da ran, außen. Da haben wir dann so Gummis sind da so und da kann man die dann drin stecken. Und unten runter haben wir einen Klinkeanschluss und die kommen dann halt direkt am VR unten ran. Und dann haben die so Einrastdinger und dann gehen die dann hier hinten so lang und dann baumeln sie hier so runter. Und kann man dann hier in so Ohren stecken oder ins VR stecken, wenn man es nicht braucht. Ja, und die haben, V2 hat auch verbesserte Prozessoren drin, also ist ein bisschen schneller als V1. Und V2 könnt ihr 4K Pass-Through machen. Das heißt, bei V1, bei der ersten VR-Version, ihr habt eine PlayStation 4 Pro und ihr habt einen 4K-Fernseher mit HDR. Habt VR dazwischen geklemmt, hat der Fernseher nur 1080p gemacht. Egal, was ihr gemacht habt, es ging nur 1080p. Habt ihr jetzt V2, PlayStation an VR, VR an Fernseher, dann geht das 4K-Signal durch das VR zum Fernseher weiterhin und ihr habt wieder immer noch 4K und sogar HDR. Also funktioniert wirklich gut. Kann ich aus, ja, ich habe es getestet, funktioniert wirklich. Ich verkaufe ja mein VR, also wenn ihr Interesse an VR habt, ich verkaufe ein VR-Headset mit Standfuß, mit den Move-Bubbles, mit der Pistole und einem Spiel, ne, zwei Spiele. Und dann noch zwei normale PlayStation-Spiele und was war noch mit bei? Und vielleicht so ja den Standfuß für die PS4 Pro und für die PS4 Slim. Ach, und Kamera ist auch mit bei. So, also, ja. Für, ja, mal gucken, da können wir vielleicht noch ein bisschen preiswert machen. Ich habe es jetzt für 550 drin. Wenn ihr da Interesse habt, einfach mal melden. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch. Wir haben uns den Cyber Monday jetzt mal angeguckt. Ach Quatsch, den Black Friday. Ich muss sagen, ich bin dieses Jahr wirklich ein bisschen enttäuscht. Also ich habe ein bisschen mehr mit mehr Knallerangeboten gerechnet. Die sind ein bisschen schwach auf der Brust. Also da war jetzt so die Woche im Cyber Monday teilweise richtig geile Angebote mit bei. Wo beim Black Friday so ein bisschen schwächelt gerade. Aber es kommt ja nochmal kurz vor Weihnachten jeden Tag. Also am 22. ist ja nochmal so was und... Wann war denn da noch was? Keine Ahnung. Irgendein Feiertag war nochmal, also kein offizieller Feiertag, aber wo sie so eine Rabatte rausklatschen, dann können wir ja noch hoffen, dass dann vielleicht noch was geht. Bisschen enttäuscht bin ich, muss ich sagen. Also ich hätte mir da wirklich mehr erhofft. Mit dem Film finde ich richtig geil. PlayStation, ja gut, ist weg. Mit den Controllern, das war ein geiles Angebot. Mit der Xbox scheint wirklich ein gutes Angebot zu sein. Handys sind ein paar gute mit bei Filmen. Die packe ich euch unbedingt drin. Ihr müsst, die Filme müsst ihr gucken. Ich schreibe auch noch in die Videobeschreibung, welche ich euch empfehlen kann. Also Red 1 und 2, definitiv, die müsst ihr gucken. Mike mit meiner Frau geguckt, die sind einfach geil. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und Insidious 1, 2, 3, 4 wird, denke ich mal, nicht mit bei sein, weil der war ja, war dieses Jahr im Kino, Hasi, oder vor? Ja, dieses Jahr im Kino. Aber guckt euch da Insidious 1, 2, 3 an, die sind wirklich, wenn er auf Horror steht, ich werde ja mal gezwungen, das mit meiner Frau zu gucken. Weil Aline will, sie will immer so was gucken, aber Aline will sie nicht. Und ich kann dann immer nicht einschlafen. Bin doch immer so schwach. Da grinste. Gut, ich würde mich denn hier erstmal verabschieden. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns heute Abend im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.